1939, also ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die europäischen Völker stellen nun einmal eine Familie auf dieser Welt dar, eine Familie. Es ist wenig klug, sich einzubilden auf die Dauer in einem so beschränkten Hause wie Europa, eine Völkergemeinschaft verschiedener Rechtsordnungen und Rechtswertungen aufrechterhalten zu können. Es ging gar nicht um die Zerstörung Europas. Und im Sommer 1940, auch dies ein Dokument aus dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gegen die IG Farben, schrieb der IG Farben-Direktor Knierim einen Brief an die Nazi-Regierung am 20. Juli 1940. Man hatte gerade Frankreich unterworfen und feierte den Triumph in Paris. Da setzten die Burschen sich hin und sagten, jetzt wollen wir euch mal sagen, wie es in Europa weitergeht. Ich lese ihn mal vor. Der Friedensvertrag mit Frankreich, was immer Frieden meinte da, wird weitgehende Änderungen im politischen und wirtschaftlichen Aufbau große Teile Europas bringen. Man wird vielleicht davon ausgehen können, dass unter deutscher Führung ein europäischer Großraum entsteht, der außer Großdeutschland eine Reihe weiterer und so weiter und so fort Staaten umfasst. Hier drüben wird es noch besser. Die weitergehende und als ideal zu bezeichnende Lösung bestünde darin, für den ganzen unter deutscher Führung stehenden europäischen Raum ein einheitliches Patent dadurch zu schaffen, dass das formelle und materielle Patentrecht durch ein einziges Gesetz und so weiter und so fort geregelt wäre, das dem deutschen Gesetzgeber vorbehalten wird. Europa sollte ein Patentrecht bekommen, Europa sollte eine Währung bekommen, sollte einen Gerichtshof bekommen, alles unter Führung der IG Farben-Nazi-Koalition. IG Auschwitz. Man sagt uns, wie schrecklich Auschwitz war. Die Konzentrationslager, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber wusstet ihr das hier? Dass 7 Kilometer von den Konzentrationslagern weg die größte Industrieanlage der damaligen Welt entstanden war, die IG Auschwitz, 100%ige Tochter von Bayer, Hoechst, BASF und anderen IG Farbenkonzernen. Geplant dort war die chemische Kriegsproduktion zur Eroberung Osteuropas. 24 Quadratkilometer, 8 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, 8 Kilometer zurück, 3 Kilometer breit. Hier eine Luftaufnahme, das ist die IG Auschwitz. Hier sind die Konzentrationslager, das ist Birkenau. Wussten Sie davon? Bei den 60-Jahr-Feiern zur Befreiung des Konzentrationslagers waren 45 Staatsoberhäupter dort. Was glauben Sie, wie viele von denen im Konzentrationslager waren und wie viele dorthin gingen? Alle waren sie da. Keiner war dort. Das KZ Auschwitz wurde mit Hilfe der IG Farben vom Zwangsarbeitslager zum Vernichtungslager ausgebaut. Die Deutsche Bank gab einen Kredit an die IG Farben von 1 Milliarde Reichsmark. Einer von zigtausenden Sklavenarbeitern war der junge polnische Häftling mit der Nummer 6804, August Kowalczyk. Die Pharmasparte von Bayer IG Farben erprobte ihre Chemopräparate im KZ. Präparat BE1034. Warum steht denn da so eine komische Bezeichnung? Warum steht da nicht Rotenol oder Salvasan? Patente. Geheimhaltung. Die Präparate, die dort getestet waren, waren nicht für die Gesundheit gedacht, sondern für das Geschäft. Die meisten Tests, die dort durchgeführt wurden, wurden mit einer neuen Präparateklasse durchgeführt, die nannte sich Chemotherapie. Wir haben über Patente gesprochen. Aus diesem einen Stickstoffmolekül macht man Sprengstoff, patentiert diesen Prozess. Man kann aus Stickstoff auch anderes machen. Man
verschmilzt zwei Stickstoffmoleküle zu einer Molekülgruppe, die nennt sich Azo-Gruppe. Dann hat man eine Chemikalie, die man den KZ-Insassen infundiert oder in Tablettenform gibt und guckt, ob das als Chemotherapeutikum wirkt, weil es so giftig ist. Der Großteil der Testpersonen überlebt nicht. Dann höre ich immer, ach, das waren ja die SS-Ärzte. Auch dies Dokumente aus Nürnberg, Bayer, Höchst, ein Lieferschein an den Herrn SS-Obersturmführer Dr. Vetter, Lagerarzt, Konzentrationslager Gusen. Wir liefern Präparat 3582. SS, Lagerarzt. Hier ein Schreiben der IG Farben an Ihren Mitarbeiter, Dr. Vetter, von der Personalabteilung von Bayer. Wir schulden Ihnen, Herr Dr. Vetter, noch 375 D-Mark Urlaubsgeld fürs letzte Jahr. Auf der Rampe in Auschwitz war die Zahl der Testpersonen für diese schrecklichen Experimente unbegrenzt. Die Ärzte wählten aus. Selbst Kinder dienten der Bayer IG Farben-Sparte als Testpersonen. Eine Versicherung gegen die Gesundheitsschäden der Bayer Privater gab es nicht. Die Opfer des Pharmatests wurden in den Gaskammern des KZs entsorgt. Und die IG Farben verdienten noch an diesem Prozess, denn das Zyklon B, was benutzt wurde, kam von der IG Farben-Tochter Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfungsmittel mit ihrem Vorstandsmitglied Wurster. Und so geschah es, dass 1947 das Verfahren Nummer 6 gegen die IG Farben-Manager eröffnet wurde, wegen der Kriegsverbrechen, die sie begangen. Der US-Chefankläger Telford Taylor fasste seine Anklage folgendermaßen zusammen: Ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Doch uns, erzählte man, die politischen und militärischen Handlanger wurden abgeurteilt. Das verkaufte man uns als das Nürnberger Tribunal. Man erzählte uns nichts davon, dass die Aktien von Bayer Höchst und BASF von IG Farben an die Konkurrenz in den Siegermächten übergingen, nämlich die Rockefeller-Gruppe in den USA und die Rothschild-Gruppe in Großbritannien und Frankreich. Und was diese Herren machten, erzählte man uns auch nicht. Die hatten nämlich ein Interesse daran, dass die im Nürnberger Verfahren verurteilten IG Farben-Manager möglichst schnell wieder rauskamen und für sie ihre Arbeit weitermachten. Und so wundert es auch nicht, dass Karl Wurster, den wir eben schon kennengelernt haben, nach dem Krieg